RBTX ist hier die neue Low-Cost-Robotics-Plattform von Igus. Heute schaue ich mich mal um, was für Partner da schon mit an Bord sind. Hier gibt's Greifer. Und ein Problem ist ja, elektrische Greifer sind oft relativ teuer. Wenn man sich hier bei Igus nun einen Low-Cost-Roboter besorgt, der selber nur ein paar wenige tausend Euro kauft, dann hat man oft wenig Lust, für viele tausend Euro noch einen Greifer dazu zu besorgen. Lösungen gibt es hier von GMT, einem taiwanesischen Hersteller mit deutscher Niederlassung. Die haben speziell für das Low-Cost-Robotik-Portfolio von Igus solche Geräte konzipiert. Dieser ist beispielsweise schon für 299 Euro zu haben. Voll elektrisch, man muss sich nicht um eine Problematik kümmern und hat alles, was man braucht, sofort mit an Bord. Und hier habe ich auch noch ein ganz spannendes Komplettangebot gesehen. Einer von den Igus-Robotern zusammen mit einem GMT-Greifer und einer Steuerung von FastTech, alles zusammen. Auf die Weise hat man auch noch eine Kraftkontrolle im Greifer. Das Ganze für unter 5000 Euro. Wenn man am Ende die Low-Cost-Roboter und Automatisierungskomponenten, die man sich hat zusammenbauen lassen, auch noch in seine gesamte Automatisierung integrieren möchte, das Ganze softwaretechnisch vernetzen möchte, auch da gibt es Dienstleistungen. Isat ist hier ein Dienstleister, der im RBTX-Universum mithilft, diese Automatisierung im Prinzip bis zum Ende zu führen, wenn es denn nötig ist. Ein weiteres Mitglied auf RBTX ist Visedi. Das ist ein Hersteller, der macht hier eine Ausgründung aus der TU München übrigens. Der macht hier ein Kamerasystem, mit dem man einfache Objekterkennung sofort schnell und einfach durchführen kann. Das Ganze ist, wie bei RBTX üblich, Low-Cost-Automation, sehr preiswert. Das Kamerasystem mit Software kostet ungefähr 1000 Euro und kann einfache Objekte wie diese hier gut erkennen. Wenn Sie nun gerne so einen Low-Cost-Roboter hätten, aber die vielen kleinen Bauteile nicht selber zusammenschrauben wollen oder aber diese ganzen Dinge nicht in Ihre Maschine selber integrieren wollen, weil Ihre Kernkompetenz einfach woanders liegt, dann gibt es hier bei RBTX auch Dienstleister, die Ihnen damit helfen. MD-Maschinenbau zum Beispiel ist dabei, Sie zu unterstützen, wenn es darum geht, diese Komponenten, diese Roboter mechanisch in Ihre Maschine zu integrieren. Hier sieht man weitere Gelenke und Achsen, die Igus in seinem Portfolio hat. Das hier ist Robolink Apiro, da gibt es Linearachsen, die sich bewegen, mit Zahnachsen, es gibt Gelenke und, und. Also man hat da sehr viele Möglichkeiten, sich selber was zusammen zu basteln. Die Bauteile für diesen Delta-Roboter zum Beispiel gibt es auch als Kit, als Bausatz, den man sich ähnlich wie ein IKEA-Baukasten selbst zusammenstellen kann. Dadurch wird das Ganze aber auch wirklich sehr, sehr günstig. Hier jetzt auf der Messe nochmal im direkten Vergleich. Der alte Robolink und der neue aus Kunststoff mit integrierter Kabelführung im Inneren. Spannend auch, der neue Robolink DP, also P wie Plastik, ist von diesen klassischen Robolinks derzeit wirklich der günstigste. Er ist nochmal 100 Euro günstiger als der Vorgänger, der in Metall gebaut war. Es gibt ihn mit 4 oder 5 Achsen, er hat 3 Kilo Tragglas und eine Reichweite, glaube ich, von 700 mm war es.